Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen meine Kliniktasche packen, denn es dauert echt nicht mehr lange. Ich bin in der 39. Woche, es ist ein bisschen spät mit der Kliniktasche, egal. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist krass voll hier. Ich habe nämlich diverse Videos mir angeguckt, ich habe mega viele Leute gefragt, was macht Sinn, vor allem wenn jemand halt auch vielleicht schon 3 Kinder bekommen hat, eine Freundin von mir zum Beispiel oder 2 Kinder, ganz viele Freundinnen von mir oder meine Mama habe ich auch gefragt und dann bin ich vorgestern mit meiner Mama auch so ein bisschen durch meine Planung durchgegangen und dann haben wir auch schon meine Kliniktasche vorgepackt. Ich habe sie nur komplett wieder ausgeschüttet. Oh, ich bin verzweifelt, Leute, ich sag's euch. Das ist mein Koffer, der ist nicht klein. Ne? Das ist ein Koffer, den hatte ich auch, als ich beim Corfu-Event war, mit Dalton mit dabei gehabt. Und ich bin gespannt, was ich da jetzt alles reinkriegen werde. Durchatmen, einfach durchatmen. Für mich ist das tatsächlich sehr aufregend, denn ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus, außer halt zu meiner eigenen Geburt und da kann ich mich nicht ganz so gut dran erinnern. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, außerhalb irgendwo zu schlafen oder überhaupt in Urlaub zu fahren und so. Und das ist grundsätzlich für mich purer Stress. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem Part, was mir persönlich einfach aus meiner Passion heraus am meisten Spaß macht, nämlich so Beauty-Produkte. Ich glaube, das ist so das Seichteste. Ich weiß nicht, ob ich alles, was ich hier um mich herum habe, mitnehmen werde. Wir werden mal gucken. Also ich habe jetzt hier so eine Crash Cosmetics Tasche. Die habe ich mal in so einer Mystery Box drin gehabt. Und hier sehen wir einmal, was ich hier schon mal reingepackt habe. Viele werden sagen, Mensch, Claudi, warum nimmst du denn so viel mit? Warum nimmst du denn so detailliert die Sachen mit? Ganz einfach, weil ich mich wohlfühlen möchte. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass ich habe eine immense Angst vor Spritzen. Ich habe eine immense Angst vor dem Krankenhaus allgemein. Und da möchte ich mir das wirklich so heimisch und gemütlich wie möglich gestalten. Mein Freund und ich werden auch quasi morgen, also das Video kommt vorher online, das heißt, da wird dann vielleicht sich doch noch ein bisschen was ändern. Mal gucken. Im Krankenhaus ein Vorgespräch haben und da kann es durchaus sein, dass dann gesagt wird, ach nee, brauchen Sie nicht mitbringen, das kriegen Sie hier so oder so bestellt oder so, ne? Muss ich mal gucken. Okay, also, natürlich ist es so, dass ich von meinen Kooperationspartnern auch Produkte mitnehmen möchte, weil das einfach Produkte sind, die, wo ich, also da weiß ich halt einfach, die funktionieren, ne? Und deswegen, ja, ist auch in diesem Video natürlich die ein oder andere Platzierung zu finden, ist klar. Ich will mal, dass ich euch das erste einfach mal raushole. Und zwar geht es da um Beauty Mates. Beauty Mates und ich arbeiten ja schon seit einer ganzen Weile zusammen. Ich habe jetzt nämlich die Creme hier ein bisschen abgefüllt. Das ist nämlich auch so ein Hack, den ich euch echt empfehlen kann. Wenn ihr so verrückt seid, dass ihr euch Produkte abfüllt. Weil ich glaube, ich werde nicht so einen ganzen Pott mitnehmen müssen. Bei den Haarprodukten wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe nämlich irgendwie meine ganzen Pöttchen verdrümmelt. Egal, auf jeden Fall nehme ich von Beauty Mates das Beautiful Eye Set mit. Das ist dieses hier. Das besteht aus dem Augenlifting Booster und der Hyaluron Cream Boost. Hyaluron Cream Lift, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen paddelig. Weil aufgeregt, ihr merkt das, ne? Ich habe da auch einen aktuellen Rabattcode, das ist Claudi30, damit bekommt ihr 30% Rabatt. Und ich möchte euch einfach sagen, warum ich die jeweiligen Produkte mitnehmen möchte. Und zwar den Augenlifting Booster nehme ich mit, weil wir hier ja diesen Phytokomplex und Vitamin B3 mit drin haben. Und das heißt, ja, also wir haben ein Produkt, also einen Inhaltsstoff hier mit drin, dieses Beautify nennt sich das, was quasi das Lid strafft, sowohl unter dem Auge als auch das Augenlid an sich. Und das Niacinamid, Vitamin B3 ist dann quasi gegen die Augenringe. Und das dann halt in Kombination mit der Hyaluron Cream Lift fand ich auch richtig, richtig cool, weil die enthält halt auch super viele Wirkstoffe, wo ich weiß, dass meine Haut sie lieben wird, dass meine Haut sie auch brauchen wird, nachdem ich einfach total fusselig bin. Sowohl morgens als auch abends werde ich die dann anwenden, ne? Eine schöne, reichhaltige Pflege und die ist einfach, die ist wie Butter. Und das ist halt ein vorgefertigtes Set, was man halt dort kaufen kann.
Ansonsten ne, könnt ihr mal vorbeischauen im Set-Konfigurator. Da könnt ihr euch euer Set individuell zusammenstellen. Ich finde das ja einfach total klasse und würde da auch, also werde da auch jetzt einfach, dass ich packe das mit ein. Und ja, dann blende ich euch neben mir auch mal die Anwendung ein. Ich mache das tatsächlich mit diesem Gedönsen nämlich so, dass ich das als Layering mache. Das heißt, ich verwende dann erst den Augenlifting Booster, tapere mir das ein bisschen um die Augen drumherum und habe dann schon direkt diesen kühlenden Effekt. Das ist super, super angenehm. Und danach gebe ich mir dann halt meine Hyalo Cream Lift, Entschuldigung, direkt drüber. Auf jeden Fall Claudi 30, da könnt ihr 30% Rabatt halt mitbekommen. Das ist einfach ein Rabattcode von mir für euch. Und wichtig, Beauty Mates Wirkstoffkosmetik, hier ist nur drin, was reingehört. Da ist kein Tüdelü Tralafitti mit drin enthalten. Ein Startup aus München, also aus Deutschland. Ne? Ich habe es euch die ganze Zeit eingeblendet. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da habe ich euch das natürlich verlinkt, weil Beauty Mates ist einfach für mich ein Herzenskooperationspartner. Mit denen arbeite ich unheimlich gerne zusammen, auch schon seit 2-3 Jahren. Ne? Und ja, kann ich euch einfach von Herzen empfehlen, weil meine Haut hat das wirklich gut verbessert. Und jo, ne? Ich habe auch sehr viel lernen dürfen, tatsächlich durch Beauty Mates. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Einen Toner wollte ich natürlich auch noch mit am Start haben. Und da habe ich mir von Yepoda jetzt den rausgesucht. Das ist The Mist Have. Da habe ich mir gedacht, das macht durchaus Sinn. Auch bei Yepoda habe ich aktuell einen Code. Der müsste, ich weiß gar nicht, bis wann, bis zum 30.11. gilt der. 43% kriegt ihr nämlich mit Claudis Welt 43. Richtig krass, Leute. Und da habe ich jetzt, ist jetzt die alte Verpackung, The Mist Have mir eingepackt. Das ist eine Glasverpackung, ne? Also das Ganze ist halt auch wirklich richtig schön. Ja, glasmäßig halt, ne? Da hast du sehr wenig Plastik mit am Start. Yepoda ist K-Beauty. Das ist auch wirklich eine Geschichte, die, also ich habe sowieso immer drauf geachtet, dass ich halt für meine sensible Haut was einpacke, aber halt jetzt nochmal umso mehr, weil ich glaube, dass ich das da einfach nochmal umso mehr brauchen werde. Also, wir haben hier mit Hyaluronsäure etwas, was die Haut halt hydratisiert. Das ist Hydrating, steht hier drauf. Dann Revitalizing, also die Revitalisierung der Haut passiert durch Aloe Vera. Und dann haben wir Relaxing, das passiert mit Lavendel. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Geschichte sein wird, wenn ich dann im Krankenhaus bin. Weil ich kann das verwenden, halt als Toner. Ich kann das über den Tag verteilt mir mal immer mal wieder drauf machen. Theoretisch auch als Fixing Spray, als Primer und so, aber ich werde mich nicht so groß schminken. Und das kann ich halt auch super in Kombination mit den anderen Produkten verwenden. Das kennt meine Haut halt einfach auch schon, ne? Genau, so. No Nasties sind hier drin enthalten. Das wollte ich auch noch mit angegeben haben, angegeben wollen. Euch mit auf den Weg gegeben haben. Also auch hier wieder ein tierversuchsfreies veganes Produkt, wo wir halt keine Parabene, PEGs und blablabla mit drin haben. Also alles, was nicht reingehört, ist auch nicht drin enthalten und dementsprechend, ne, ist das doch eine gute Geschichte. So, dann kommen wir zum dem nächsten Bumsfallerer. Ja, hier so ein Haarband natürlich nehme ich mit, dass ich aussehe wie Witwe Bolte. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das hatte ich mal irgendwo auch, glaube ich, in der Box oder so mit drin. Ne? Das ist super easy und ich brauche das halt einfach für mein Leben. Eine Haarbürste habe ich mit eingepackt. Das ist jetzt hier eine von Tangle Teaser einfach. Ich kann euch ja vielleicht am Ende von jeder Kategorie dann immer so ein gesammeltes Bild einblenden, wo ich euch zeige, was dann quasi pro Kategorie in den Koffer reinkommt quasi. Ja, so machen wir das. Dann Cetaphil habe ich hier so einen kleinen Gentle Skin Cleanser for Face. Den hatte ich auch mal irgendwo mit drin. Ein bisschen was für den Körper, Schwangerschaftspflegeöl von Veleda Mama hatte ich auch irgendwie. Meine Hebamme hatte so eine Tasche mir mal geschenkt und da war das mit drin und ich glaube, so ein bisschen Pflegeöl für meinen Bauch, die brauche ich definitiv auch noch, weil es ist ja nicht so, Kind kommt raus, Bauch ist weg, nee. Und ich glaube, der braucht einfach Liebe, ne? Ja, ich brauche auch Liebe. Ich habe jetzt noch etwas und zwar für die Haare von Grow Gorgeous zugeschickt bekommen. Das ist ein Set extra so ohne Parfümstoffe und das ist für sensible Haare. Dann nehme ich aber nicht das komplette Sensitiv-Set mit. Habe ich einmal hier. Ich habe auch einen Code, Claudis Welt, damit kannst du 25% auf die Einzelprodukte sparen. Also quasi auf die, wenn du das jetzt einzeln kaufen würdest, ne? Halt nicht auf die Sets und auf die Weihnachtssets.
kriegst du 10% Rabatt. Genau. Und wenn du dir theoretisch die Produkte so einzeln holen würdest oder das Set holen würdest, dann hättest du hier einmal das Sensitive Set bestehend aus Shampoo, Conditioner und der Haarkur oder der Haarmaske. Die Haarmaske, ich glaube, die packe ich in meine Backup-Tasche in Anführungsstrichen, denn es ich habe tatsächlich auch noch eine Backup-Tasche. Es ist so krank. Claudi, ehrlich, ey. Genau, weil das ist halt einfach die Tasche, wo ich Sachen reinpacke, wo ich sage, da weiß ich nicht, ob ich die unbedingt brauche. Und mein Freund wird dann ja auch immer mal wieder nach Hause fahren und dann kann er mir notfalls die Notfalltasche mitbringen und dann kann ich mir das dann rausnehmen, ne? Weil das hier fand ich eigentlich ganz cool, weil das ist halt extra so ein Produkt, womit du dann auch so richtig deine Kopfhaut pflegen kannst und du machst dir das abends einfach in die trockenen Haare rein und morgens gehst du duschen und kannst es dann ausspülen, weißt du, so mit Haare duschen dann. Und das fand ich eigentlich von der Idee her richtig, richtig cool. Ja, und Grow Gorgeous ist ja dieses intelligente Haircare-Gedönsen. Was habe ich mir auch geschrieben? Tolle Tage beginnen mit tollem Haar. Das ist ein Motto von Grow Gorgeous. Fand ich total sympathisch. Und ja, die hatten mich nämlich gefragt, ob ich Lust hätte, das ein oder andere Produkt auszuprobieren. Durch Look Fantastic Box und Glossy Box haben wir ja schon das ein oder andere mal ausprobieren können. Und ich war halt total scharf auf die Sensitive Reihe. Und hier habe ich dann einmal, ne, die Maske, aber die kommt halt wirklich in diese Backup-Tasche mit rein. Ich glaube, das macht wirklich Sinn. Und den Conditioner habe ich mir abgefüllt. Genau, das ist dieser hier. Habe ich mir einfach hier reingefüllt, ne? Denn ein so ein Pumpfi hatte ich noch und da habe ich mir gedacht, komm, dann müsst ihr halt den Conditioner da rein. Und ja, was ich halt bei der Sensitive Reihe so gut finde, ist vor allem, wenn ich ein Neugeborenes habe, dann möchte ich halt darauf achten, dass ich nicht super viele Parfümstoffe habe, ne? Ich möchte halt schon nach mir selber riechen und das ist halt bei dieser Sensitive Reihe gegeben. Du hast hier keine Parfümstoffe drin, du hast hier auch keine, wie nennt sich das? Vollkommen reinversprechen nennt sich das, genau. Das fand ich auch total aufregend. Kann ich euch ja mal hier einblenden, was das bedeutet. Also halt ohne Silikone und so. Und das fand ich auch sehr, 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 sehr positiv tatsächlich. Ja, ich bin mal gespannt, wie meine Haare das dann auch entsprechend cool finden, dass sie dann keine Silikone reinbekommen. Aber ich glaube, die sind da tiefenentspannt. Wir haben hier einfach eine Pflege, die gegen juckende, gereizte Kopfhaut wirkt. Und ich glaube, dass meine Haut, die ja sowieso sehr sensibel ist, sehr rebellieren wird. Also das ist so die kleine Befürchtung, nicht Befürchtung, aber Vermutung, die ich habe, ne? Genau. Und da habe ich auf jeden Fall dann diese beiden Schätzleins, beziehungsweise das hier als Abfüllung. Parfümfrei habe ich gesagt, genau. Dann schützt die Kopfhaut und gibt Glanz. Und dann habe ich mir mal rausgesucht, wie möchte das Produkt das machen oder die drei Produkte beziehungsweise die beiden Produkte. Und da habe ich mir mal so ein paar Inhaltsstoffe rausgesucht, zum Beispiel Haferlipide haben wir hier drin, die schützen das Haar. Das ist doch schon mal eine ganz gute Geschichte. Also Lipide sind ja auch so Öle, ne? Das kennt man noch so ein bisschen aus dem damaligen Chemieunterricht, glaube ich, war das. Allantoin und Kaktusextrakt ist auch in den Produkten, also nicht in allen, aber in manchen enthalten. Das beruhigt die Kopfhaut. Das kann man auch sehr, sehr gut gebrauchen, finde ich. Also ich vor allem. Dann fermentiertes Ziza spendet Feuchtigkeit. Das kennen wir ja schon aus dem, ne, für das Gesicht. Habe ich dann ja auch in der Beauty Mates Creme mit drin. Das fermentierte Reiswasser fördert den Glanz von den Haaren, wobei ich nicht weiß, ob ich meine Haare überhaupt außerhalb des Bommels haben werde. Aber ja, es ist halt pflegend dann auch wieder, ne? Und Aminosäuren aus Keratin lassen das Haar gesund aussehen. Und das fand ich auch sehr schön, ne? Deswegen, ich glaube, so ein bisschen Liebe darf ich meinen Haaren dann auch einfach geben. Also auch da gibt es einen Code, Claudis Welt, da könnt ihr aktuell dann ein bisschen was drauf sparen. Auch das habe ich euch in der Infobox verlinkt. Ja, finde ich auch ganz schön. Ja, ist das alle aufregend. Und dann habe ich mir eine Body Lotion mit eingepackt. Nicht nur wegen dem Namen Embryoliss, sondern auch, weil das halt auch nicht, glaube ich, wirklich so Parfümstoffe mit drin hat. Und es war mal in der Blissin-Box oder so mit drin, glaube ich, ne? Ja, Philaderm Emulsion, das ist halt 75 ml, das ist eine recht kleine Größe. Sanierend. Und ja, damit werde ich dann meine Haut pflegen. Ich denke, dass ich trotzdem auch jeden Tag duschen gehen werde oder irgendwie versuchen werde, mich zu reinigen und dann auch eincremen werde. Weil das ist halt etwas, wo ich weiß, es ist mir zum einen gut tut und zum anderen, dass meine Haut es auch gut gebrauchen kann. Und ich möchte mich ja trotzdem weiterhin pflegen. Es gibt halt einfach Dinge, die möchte ich halt für das Wohlbefinden halt haben. Natürlich ist der Fokus für mich extrem dann auf meinem
Baby, was ich dann ja geboren haben werde. Trotzdem darf man halt auch als Mutter niemals vergessen, dass man ja auch noch lebt, ne? Und deswegen habe ich auch versucht, einfach bei der Pflege so ein bisschen mir so ein Wohlfühlgefühl mitzugeben. Ganz einfach, Leute, ne? Ja, eine Lippenpflege, die ich jetzt auch gerade sehr gut gebrauchen kann, die ich mir jetzt auch eben kurz drauf mache, weil ich so trockene Lippen habe, weil ich so nervös bin, Leute. Das ist hier eine von The Body Shop mit Mandelmilch für trockene und sensitive Lippen. Ne, auch da ist wieder das Thema mit sensibel, trocken. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt mich. Ich bin da halt einfach ich. Ich bin da einfach ich und da komme ich auch nicht aus meiner Haut. Um mich halt zu duschen, habe ich hier auch etwas mitgenommen. Das ist ein Duschgel von Dove Deep Nourishing. Ich habe jetzt so kein anderes. Ich denke, dass ich auch noch ein separates irgendwie in die Notfalltasche mit reinpacken werde, weil ich nicht weiß, ganz ehrlich, wie lange ich im Krankenhaus liegen werde, habe ich vielleicht einen Kaiserschnitt, weil keine Ahnung, was auch immer bei der Geburt passiert. Ist es vielleicht so, dass alles vielleicht nicht ganz so reibungslos läuft und so weiter und so fort. Ich bin so ein Was-wäre-wenn-Mensch. Ganz, 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 ganz schlimm. Ja? Ihr erlebt mich hier jetzt wahrscheinlich von einer ganz anderen Seite. Aber so bin ich. Ne? Das ist, ich muss alles so bis ins kleinste Detail für mich durchgeplant haben. Ansonsten werde ich wahnsinnig. Auch von Dove habe ich mir ein Deo mitgenommen. Ich schwitze eigentlich in letzter Zeit nicht wirklich, ne? Aber einfach, falls ich es vielleicht mal dann doch nicht schaffe, einen Tag zu duschen oder so, dass ich mir mal einfach was drunter hauen kann. Und ich finde, ein Dove-Geruch geht auch vollkommen klar, was Duftgedönsen so angeht, ne? Das ist dann auch in Ordnung. Ich habe hier eine Zahnbürste, die habe ich mir just mal gerade erst gekauft von Dontodent. Das ist so eine Reisezahnbürste, ne? Kannst du nämlich so einklappen, fand ich klasse. Und ich hatte mir nur eben dann aufgeschrieben, Claudinchen, es wäre auch gut, wenn du vielleicht mal eine Zahnpasta mit einpacken würdest. Wie geht denn die jetzt nochmal auf? Achso, genau. Ich wollte halt nicht die elektrische Zahnbürste mitnehmen, das fand ich dann zu umständlich. Ne? Da habe ich mir einfach eine Reisezahnbürste eingepackt. Fand ich auch irgendwie cool. Lava, lava, lava. Ihr merkt, dass ich bin saunervös. Invisibobbles habe ich mir mitgenommen, also quasi einfach so Haargummis. Ne? Ich habe ja immer irgendwie ein Haargummi drin, aber Ersatzhaargummis sollte man mitnehmen, habe ich in diversen Foren gelesen. Ja, und wenn ich schon bei wirklich Spa bin, wenn ich dabei bin, dass ich sage, ich möchte meiner Haut und mir einfach was gönnen, bin ich bei Dalton. Und ich habe diese Woche, also vom 4. bis zum 11.11. auch einen Code, weil es ist Singles Week und da hat Dalton den 30% Rabattcode aktuell am Start. Ich kann das gar nicht so groß hier auf YouTube aktuell bewerben, deswegen versuche ich das aktuell gerade auch in den YouTube Shorts ein bisschen zu machen und auf Instagram vor allem. Also folgt mir da gerne claudiswelt_, da kann ich halt auch manche Sachen, die einfach passieren werden, ein bisschen schneller posten. Da bin ich ein bisschen, ne, flexibler unterwegs. Single Claudi gibt euch aktuell 30% Rabatt, schaut da gerne einfach mal vorbei. Dalton ist ein wundervoller Kooperationspartner von mir und ja, das ist Marine Kosmetik, das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben, in irgendeiner Art und Weise sind wir total crazy-mäßig irgendwann mal aus dem Meer entstanden, waren da irgendwelche komischen Einzeller, die sich irgendwie dann doch geteilt haben und bla, Bio halt, ne? Genau, und ja, das ist halt auch sehr hautverträglich für mich. Ich mag die Produkte, ich mag die Menschen, die dort arbeiten. Ich mag Dalton ganz einfach. Und wir haben da aus der Historie heraus eigentlich im Prinzip ein Kosmetikinstitut, was dann irgendwann online gekommen ist, also was quasi einen Online-Shop eröffnet hat, was diese Online-Beratung auch hat. Also da könnt ihr auch gerne mal beim Produktberater vorbeischauen. Und wenn man dort einen Fragebogen ausfüllt, dann wird halt wirklich ausgewertet, was zu einem genau passt. Und dann werden einem Produkte auch so vorgeschlagen. Dann kann man für, ich glaube, 7,90 Euro dieses Probenset kaufen und bekommt das aber, wenn man halt nachher nochmal dort bestellt, erstattet. Ne? Und das ist halt ganz cool, einfach um zu gucken, ob man das so verträgt. Und bislang habe ich echt nur positives Feedback tatsächlich bekommen von der Community von euch. In dem Sinne, Leute, für mich ist Dalton auch absolut Spa. Das ist für mich Wohlfühlen und deswegen habe ich mich entschieden, das ist eigentlich total crazy, aber ich habe mich entschieden, dass ich Ampullen mitnehmen möchte. Ich möchte kein Serum mitnehmen, ich möchte mir die Caviar Deluxe Ampullen mitnehmen. Da sind 5 Stück drin und das sind meine absoluten Lieblingsampullen. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich da ständig euch einen von vorschwärme. Das ist quasi die Hochzeitsampulle, die einfach ein wunderschönes Hautbild zaubert, ein ungeschminkt wunderschön aussehendes Hautbild, ne, richtig cool und für mich ist es halt auch wirklich die Top-Ampulle, die Dalton halt im Sortiment hatten. Deswegen habe ich mir gesagt, komm Claudi,
wenn du ein Kind gebärst, dann gönnst du dir diese Ampullen. Es ist verrückt, ich weiß. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Und ich glaube, dass es mir einfach gut tun wird und dass ich dementsprechend dann auch einfach gechillter sein werde. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ich von Dalton mitnehmen werde. Falls der Augenlifting-Booster nicht so anschlägt, wie er möchte und ich dann doch irgendwie Augenringe kriege. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte unbedingt diese Augenpads mitnehmen, weil die so toll sind. Das sind die Hydrogel-Eyepads von Dalton. Die sind 100% biologisch abbaubar und na, die sind jetzt neu und keine Ahnung, aber ich wollte sie einfach mitnehmen. Jetzt habe ich hier 5 Stück und die packe ich einfach hier mit rein und da reden wir nicht weiter drüber. Meine Mama hat mich auch ausgelacht und gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Du willst Gesichtsmasken machen, du willst die Augenmasken machen. Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten war, als du geboren wurdest. Ja, ich weiß. Ich nehme natürlich auch noch meine Lieblingsmaske mit. Das ist die Facecare Hydrolift Gesichtsmaske. Das ist ganz praktisch, denn die kannst du ja bis zu 3-mal verwenden, ne? Und ja, die musst du natürlich auch mit. Ich liebe sie. Sie macht ein ganz tolles Hautbild. Sie ist erfrischend. Nein, also ich weiß, nein, jetzt nicht während der Geburt draufklatschen oder so, aber halt so am Tag danach oder so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie so richtig rotze bin. Ich glaube, das kommt einfach gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch total hirnrissig, was ich hier mache. Aber ich glaube, dass es eigentlich mir einfach gut tun wird. Und deswegen möchte ich die Produkte mitnehmen. Ich nehme mir aber auch noch eine Isana-Tuchmaske Melone und Vitamine mit. Vitalisierter Teint und intensive Feuchtigkeit. Die habe ich von Karen bekommen. Ich packe sie einfach ein. Keine Ahnung, ob ich die benutzen werde. Ich mache eh noch ein Video, ne, wenn ich dann wieder da bin. Was habe ich wirklich verwendet? Und die habe ich, wo habe ich die weg? War die in einem Adventskalender? Ich weiß es nicht. Foreo Manuka Honey. Nee, die war letztens in der Glossybox drin. Aus Neuseeland. Revitalizing, revitalisierend. Ne? Auch das wollte ich einfach mal mitnehmen. Das ist einfach so jetzt, die Hormone, die steuern mich und die sagen mir, komm Claudi, du packst jetzt das ein. Und dem leiste ich jetzt einfach mal Folge. Wenn ich im Krankenhaus liege und merke, ich brauche das Kram echt nicht, dann sage ich meinem Freund Bescheid, pack das in eine Tasche und dann kann er das mitnehmen. Und dann ist das halt wieder woanders. Ist ja eigentlich furzegal, ob ich jetzt irgendwie zu viel mitnehme. Du hast ja im Krankenhaus keine Gewichtsbeschränkung. Ne? Ich weiß nicht. Ich dachte einfach, ich fühle mich da wohl mit, wenn ich das jetzt irgendwie vielleicht mitnehme. Und solange das alles irgendwie in die Tasche hier reinpasst, ist doch cool. Dann habe ich hier auch noch ein Steamy. Das hatte ich letztes Jahr. Letztes Jahr irgendwann mal auch in der Box drin. Ich hatte das letztens nämlich gesehen. Da hatte das Chiquita's Place nämlich gezeigt und erzählt, wie toll die das fand und wie gut ihr das getan hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird mir das dann auch gut tun. Das ist mit Jasminduft, Self-Warming Steam Eye Mask. Ja, das ist halt so eine Augenmaske. Und das soll halt auch wieder augenabschwellend wirken und alles schön machen. Und vielleicht auch einfach helfen, dass wenn ich nicht schlafen kann, was ich nicht glaube, dass ich schlafen kann, also dass die Augenpartie halt wieder so ein bisschen entspannter wird. Keine Ahnung, Leute, ne? Es tut mir nicht leid, dass ich gerade so crazy bin. Klar, ein paar Tabletten habe ich auch noch mit eingepackt, die ich halt einfach brauche. Die werde ich euch aber jetzt hier nicht unter die Nase halten. Ne? Und das ist meine dekorative Kosmetik, die ich mitnehmen werde. Einmal haben wir hier von Nee den Weightless Liquid Concealer in der Farbe N0. Den trage ich auch jetzt aktuell unter meinen Augen. Und ich glaube, das kommt einfach für mich mal ganz angenehm, wenn ich einfach ein bisschen Concealer, den kann ich auch mit den Fingern drauf machen, ne, auf meine Augen gebe. Und ich glaube, da fühlt man sich einfach ein Stück weit frischer. Und manchmal, ich kenne das zum Beispiel, wenn man krank war oder wenn man krank ist, dass man, dass es einfach hilft, wenn du mal so ein bisschen frischer einfach nur aussiehst. Das heißt, entweder, wenn man sich mal duscht, was durchaus hilft, wenn man vernünftige Klamotten anzieht, oder wenn man halt ein bisschen was mit seinem Gedönsen so anstellt, ne? Deswegen, ich glaube, das wird mir vielleicht helfen. Und auch das gibt es bei Dalton. Auch da bekommt ihr mit Single Claudi 30% Rabatt. Also auch die ganzen Nähprodukte halt auch, ne? Also die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte. Und ich wollte mir eine kleine Mascara mitnehmen. Da habe ich mich jetzt für die Benefit They Are Real Magnet Mascara entschieden. Die finde ich einfach schön. Und ich habe eben tatsächlich nämlich an einer Benefit Masterclass online teilgenommen und habe mir gedacht, ach komm, die könntest du auch mal wieder mitnehmen. Ich glaube, die hatte ich auch in Berlin mit dabei, ne? Ja, und das wäre jetzt so der Bereich Kosmetik in dem Sinne. Ja,
was halt so für meine Körperpflege allgemein gedacht ist. Ich blende hier jetzt mal so ein Bild ein. Es sieht wild aus, ich weiß. Wir wissen es alle. Aber ja, ne? Nehme ich halt mit, um mich wohler zu fühlen, glaube ich. So, als nächstes kommen wir zu den Produkten, die ich so als frisch gewordene Mama-Pflege sehen würde. Ne? Ja, einmal habe ich hier die Blinky Boopy Bag. Ich würde sie einfach mal so nennen. Die blinkende Tasche, wo die Sachen für meine Brüste drin enthalten sind. Und zwar habe ich hier zum einen meine Baby Love Brustwarzensalbe mit drin. Die kannst du übrigens auch super als Lippenpflege verwenden. Die ist ganz toll. Ich habe die von Melli bekommen. Ich glaube, zum Geburtstag, ne? Genau. Vielen, vielen Dank nochmal. Kommt jetzt auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Dann habe ich Stillhütchen mir geholt. Das sind Stillhütchen von, ja, von DM habe ich die bestellt. First Moments Nip nennt sich das. Da hast du zwei Stück halt drin und die sind aus Silikon. Die muss man dann natürlich vor der Anwendung waschen, genauso auch wie, ne, die Brust und so weiter, ist klar. Dann habe ich hier noch in dieser wunderschönen Tasche auch so Stilleinlagen drin enthalten. Man sagt zwar, dass der Milcheinschuss dann erst so nach 3 Tagen oder so kommt, aber ich sage ja, ich weiß nicht. Also ich habe 5 Paar, also 10 Stück hier mit drin. Ne? Ich weiß einfach nicht, wie schnell das so und wann und wie lange und keine Ahnung. Alle Eventualitäten, Leute, sind in dieser Tasche. Dann habe ich hier so Vorlagen mir bestellt. Da habe ich nämlich, also es sind 10 hygienische Vorlagen, die sind von Bella und da habe ich einfach gelesen und gehört, dass einfach das Krankenhaus, auch das, wo ich entbinden werde, tatsächlich ja nicht so angenehme Vorlagen stellen wird und dementsprechend ist es nicht verkehrt, wenn man sich einfach solche Vorlagen halt mitnimmt und das mache ich halt einfach und genauso habe ich mir dann halt auch mit eingepackt Fixierhosen. Das ist einmal von Yessa Diskret in der Größe M bis L. Da sind 3 Stück drin und ich habe mir auch mitgenommen von Mama Mia, nee, von Bella Mama 2 Stück. Auch die sind Wöchnerin-Slips zum mehrmaligen Gebrauch in der Größe M bis L. Ich weiß jetzt nicht, welche besser sind und ich weiß nicht, wie oft man die wechselt und so. Ich weiß halt nur, dass, ne, dass es insgesamt 5 Stück sind und dass ich die dann theoretisch benutzen könnte. Und weit weg ist es weg. Ne? Vielleicht kriege ich das auch noch komprimierter irgendwie in den Koffer hinein. Ich weiß ja nicht, inwiefern man jetzt diese ganze Packung mitnehmen muss. Doch ja, so viel komprimierter kriegt man das auch nicht. Ne? Ja, kann man aber vielleicht rausnehmen und dann halt schön irgendwo zwischenfalten oder so. Wobei, dann hast du es auch nicht mehr ganz so hygienisch. Ne? Ich glaube, ich lasse es einfach in der Verpackung drin. Müssen wir mal gucken. Genau. Aber ja, fand ich eigentlich ganz gut. Dann, und das ist tatsächlich etwas, ich habe mir das damals nicht selber gekauft. Ich habe damals, als ich nach Korfu geflogen bin, zusammen mit Dalton, die in meinem Badezimmer hängen gehabt und dann auch mit nach Hause genommen, um sie aufzubrauchen. Ihr seht, ich habe diese Wattepads ungefähr nicht wirklich verwendet. Vielleicht mal, um so Fußnagellack abzumachen oder sowas. Ne? Aber an und für sich sind dann noch super viele drin. Die nehme ich jetzt einfach mit, weil ich werde jetzt keine wiederverwendbaren Wattepads mit ins Krankenhaus nehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen drüber dann. Und dann nehme ich mir einfach die Wattepads. Ne? Einfach, wenn ich, keine Ahnung, einfach Bock drauf habe, Wattepads zu verwenden. Warum auch immer, zum Abschminken, ne? Wenn ich dann wirklich Mascara mal drauf hatte oder so. Oder weiß ich nicht, zum Toner verteilen. Keine Ahnung, nehmen die halt einfach mit. So, dann habe ich hier noch, das wurde von so vielen empfohlen und auch viele von euch haben mir auf Instagram geschrieben, dass ich tatsächlich an Fettwolle denken sollte oder an Heilwolle, so heißt das, ne? Gibt es bei DM von Alana, nennt sich dann Bio-Fettwolle und das ist halt lose und kostet 3,90 Euro, steht hinten drauf. Und das kann man sowohl fürs Baby nehmen, wenn die halt, halt windelmäßig Ausschlag oder was auch immer haben. Das soll super sein. Aber es soll auch richtig gut sein als Wöchnerin, wenn du halt untenrum Verletzungen hast. Und dann kann man sich das halt irgendwie drauflegen. Das soll irgendwie super gut sein, keine Ahnung. Mein Freund sagte auch schon nicht, dass du dann rumrennst wie ein Schaf am Po. Da habe ich auch gesagt, sag mal, geht's noch? ja, und das nehme ich einfach mit. Keine Ahnung, ob ich das benutzen werde, ob ich das brauchen werde. Keine Ahnung, ne? Kannst du natürlich auch hier zum Stillen für deine Hupis nehmen. Empfindliche Ohren, strapazierter Babypo steht hier auch. Keine Ahnung, soll wohl super sein. Ich nehme es einfach mal mit, Leute. Ne? Warum eigentlich nicht? Und das hier wurde von so vielen empfohlen, das musste ich mir einfach kaufen. Und zwar Happy Po. Ja, also ich habe von vielen nämlich gehört, dass die sich ein Litermaß mitgenommen haben.
Weil wenn man die nach der Geburt halt Verletzungen hat, dann ist es relativ unangenehm, mit dem Waschlappen daher zu gehen oder eine Brause da dran zu halten oder so. Und da ist es halt angenehmer, wenn man dann einen sanften Dosierstrahl hat. Und da wir nun mal in einem Land leben, wo sowas nicht automatisch in einem Klo integriert ist, habe ich mir jetzt sowas geholt. Sowohl mein Freund musste es googeln, als auch meine Mama musste es erstmal inspizieren, als ich davon gesprochen habe. Es ist halt eine Intimdusche. Und die kannst du natürlich dann auch immer wieder verwenden, ne? Also das ist jetzt ja nicht nur für den Krankenhausaufenthalt, sondern du hast es dann ja für immer. Man macht einfach in dieses Gefäß lauwarmes Wasser rein, also wirklich, ne, lauwarm, das merkt man dann ja auch. Und ja, dann kann man das rausdrücken. Also quasi, ne, machst du so und dann kannst du dir das so und dann kommt das im Strahl so raus und geht dann halt genau an die Stelle, die man gerne gesäubert haben möchte. Und das soll halt richtig klasse sein. Du hast hier auch so Auslaufviecher, also Löcher drin. Werde ich ausprobieren, ne? Warum eigentlich nicht? Finde ich gut. Ja, und da kann ich euch jetzt auch mal ein Gesamtbild von einblenden, ne? Das mache ich jetzt auch mal so über meinem Kopf. Also ich denke schon, dass ich die Produkte soweit verwenden werde. Wie gesagt, wenn ich morgen im Krankenhaus bin und die mir sagen, nee, nee, Frau von und zu, Sie brauchen jetzt nicht unbedingt Ihre 10 Einlagen mitbringen, da kriegen Sie hier von uns wirklich sehr angenehme Einlagen, dann vertraue ich den Leuten auch, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter zu den Food-Sachen. Denn da habe ich halt gelesen, dass es auch, ja, ich meine, Krankenhausessen, Leute, ne? Es ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und da habe ich mir halt auch gedacht, okay, Wohlfühlgedönsen und in der Schwangerschaft habe ich halt diesen nennt sich das so? Dieses Mega-Bedürfnis auf Früchte entwickelt. Klar kriegst du das ein oder andere ja auch dort, aber ich habe mir da mal was zurechtgepackt. Zuallererst fange ich mal mit der kleinen Tasche an, die ich mitnehmen möchte, wenn wir halt im Kreißsaal sind. Das ist quasi die Kreißsaaltasche. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dieses ganze Ding hier mit den, ich glaube, hier mache ich die Kaugummis lose rein oder so. Auf jeden Fall. Oder kann ich bei den Viechern da auch noch mit reinmachen. So, das ist so eine schöne durchsichtige Tasche. Und ich weiß ja nicht, wie lange die Geburt so dauern wird. Ja, das packe ich gleich in die andere Tasche rein. Das macht hier jetzt keinen Sinn. Und zwar habe ich hier drin enthalten zum einen ein Baby Love ab einem Jahr Banane und Kirsche in Apfel. Also das ist für mich, ne? Mit Müsli. Also wenn ich dann während der Geburt halt irgendwie denke, meine Herren, ich habe so ein was auch immer Hunger. Weiß nicht, ob man Hunger entwickelt. Das ist von Frau zu Frau wohl unterschiedlich, habe ich gehört. Aber manche brauchen halt einfach Energie. Und da du eigentlich während der Geburt keine normale Mahlzeit zu dir nimmst, also so ein Meckes-Menü wäre jetzt nicht so geil während der Schwangerschaft, haben viele geschrieben, dass es Sinn ergibt, wenn man sich halt einfach so ein Quetschi mitnimmt, wenn man sich Müsli-Riegel mitnimmt. Weil das Kind drückt ja auch dann quasi auf deine Innereien und du möchtest ja auch nicht in dem Sinne eine große Verdauung während der Geburt haben. Das ist halt auch unangenehm und dementsprechend wird dann sowas empfohlen. Ne? Das sind halt so kleine Energiekick-Geschichten zwischendurch. Genauso habe ich hier auch ein bisschen Energie mitgenommen. Ich brauche sowieso in letzter Zeit sehr viel Traubenzucker. Und da habe ich meinem Freund gesagt, bring mal was mit Vitamin C, XL Energy, Dextrose, mit Vitamin C, genau. Es ist einfach hier sowas. Ich glaube, von Aldi kommt das. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das. Muss ich halt mal gucken. Ich habe hier auch Kaugummis halt, ne? Weil, gerade wenn man dann auch so länger und hechelt und keine Ahnung und dann hat man da. Also manche haben da Bock drauf. Und ihr wisst ja auch, dass ich damals geraucht habe und dementsprechend kann ich mir einfach gut vorstellen, dass ich dann während der Geburt ein gewisses Bedürfnis bekomme. Und ich glaube, dass ich mit sowas einfach dagegen auch gut anwirken kann. Und ja, auch mein Freund dann in dem Sinne, ne? Weil er ja auch. Genau, dann habe ich auch noch mit in dieser Tasche ja, einfach 2 Riegel mir reingepackt. Die sind wirklich nur für mich. Ich habe meinem Freund auch gesagt, wenn du was mitnehmen möchtest, pack das in die Tasche mit rein, pack das in meine Handtasche oder sonst irgendwo mit rein. Ne? Aber da muss er sich dann halt selber drum kümmern. Das hier ist jetzt meine und die Kliniktasche von Mr. Bauchi. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich einmal Apfelbanane von DM Bio mitnehme und Apfeltraube. Ne? Je nachdem, worauf ich so Bock habe. Das sind dann halt auch wirklich genau die Obstsorten gewesen, auf die ich halt immer so Bock gehabt habe. Also auch während der Schwangerschaft und dementsprechend glaube ich, dass es auch ganz gut kommt. Und ja, ich glaube, ich mache hier dann auch einfach mal lose ein paar Kaugummis einfach rein. So eine Handvoll. Ne, weil die ganze Dose brauche ich ja eigentlich auch nicht mitnehmen. Ist ja auch Tinnef. Tört. Zack. So.
Sind da jetzt einfach K.O.-Milch drin. Kann man machen. Genau. Tasche kommt ja auch zu. Ne? Und dann habe ich hier noch mein Jutesack, der schwerer ist, als er eigentlich sein müsste. Genau, da habe ich einmal einen Strohhalm. Das habe ich tatsächlich von vielen gehört, dass es viel cooler ist, wenn du einfach einen Strohhalm dabei hast. Ich habe auch immer, sieht man ja auch hier, ne? Ich habe immer einen Strohhalm in meinem Glas. Und das ist wohl schöner. Da ist jetzt einfach nur Leitungswasser drin, ne? Aus dem Strohhalm zu trinken. So. Dann habe ich hier noch was Großes drin. Einfach, wenn ich dann mal Bock drauf habe. Das ist dann halt, wenn ich auch im Zimmer liege. Ne? Babylove, Biosaft und Wasser, Bio-Schwarze, Johannisbeere, Holunder mit stillem Wasser ohne Zuckerzusatz. Einfach, wenn man so nachts einfach irgendwie Bock auf sowas hat. Habe ich gelesen, soll gut sein. Ja, ist jetzt einfach mal so ein Liter. Ja, 0,75 Liter habe ich eingepackt. Dann habe ich hier auch wieder die diverse Quetschies und dann hier... Von meinem Müsli habe ich das aus dem Adventskalender gemobst, ne? Diese Nut Peanut Butter Balls. Einfach, ja, ich weiß nicht, das muss ich euch jetzt ja nicht, das kann ich euch ja vielleicht einfach bildtechnisch einblenden, ne? Das sind dann halt einfach so Sachen für mal so zwischendurch, wenn ich dann im Krankenzimmer bin, dass ich da einfach die Möglichkeit habe, auch nachts vielleicht mir einfach einen Müsli-Riegel beziehungsweise einen Fruchtriegel oder so einen Quetschi mal zu gönnen. Also man wird ja versorgt, natürlich wird man dort versorgt. Man kriegt dort zu essen und zu trinken. Aber so manche extra Wünsche und so, ich bin ja kein Privatpatient oder irgendwie was Besonderes auf diesem Planeten und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, ich bin einfach wie ich bin und ich möchte manchmal einfach auch, was Essen angeht, ein bisschen Gemütlichkeit haben und das ist halt ein bisschen einfacher für mich, als wenn ich jetzt wirklich ein Kilo Äpfel oder sowas mitnehme, weil ich jetzt während der Schwangerschaft auch wirklich komplett und kategorisch mindestens einen Apfel am Tag zum Beispiel gegessen habe und auch häufig Bananen auch gegessen habe und so und das, ja, wollte ich dann einfach fortführen, ne? So. Ja, ich glaube, die Babysachen, die mache ich dann wirklich zum Schluss, was ich für Mr. Bauchi mitnehme, ne? Dann kommen wir jetzt einfach mal so zu generellen Sachen, die ich mitnehmen werde. Klar, was ich jetzt hier so nicht liegen habe, ist, beziehungsweise habe ich schon hier liegen, aber was ich jetzt nicht direkt in meine Tasche packe, ist mein Handy halt, ne? Dann das Mama-Heft, da habe ich den Mutterpass, die Vaterschaftsanerkennungsgeschichte von meinem Freund drin, das haben wir im Vorfeld beim Jugendamt gemacht. Die Geburtsurkunden von meinem Freund und von mir. Dann brauche ich natürlich noch mein Portemonnaie, da ist das Bargeld drin, wenn zum Beispiel Parkgebühren oder was auch immer. Brauchst du halt, ne? Park, also Bargeld. Eine Versichertenkarte, klar, musst du auch mitnehmen. Und ja, das habe ich mir aufgeschrieben, das fehlt. Das lege ich auch oben auf den Koffer drauf, dass wir, wenn wir losrennen, wir werden das ganz entspannt machen, ganz bestimmt. nicht vergessen. Dann habe ich noch mit eingepackt, das ist jetzt hier in dieser wunderschönen Erdbeere, das ist eine kleine Tasche, die habe ich von meiner Hebamme auch bekommen. Das ist, wird dann unser Schmutzwäschebeutel. Oder wenn der Jutesack leer ist, wo die ganzen Foodprodukte drin sind, ist das dann der Schmutzwäschebeutel. Ne? Das ist, haben wir dann zwei oder habe ich dann zwei Stück mitgenommen. Finde ich jetzt auch ganz cool und das kann man halt so süß zusammenfalten. Ich fand das einfach hübsch. So. Dann habe ich mir auch noch Kopfhörer mitgenommen, weil ich werde sicherlich nicht alleine irgendwo auf dem Zimmer liegen. Wenn ich Glück habe, bekommen mein Freund und ich ein Familienzimmer, aber das kannst du natürlich nicht von Anfang an wissen, ne? Ja, und ich möchte halt, ich weiß auch nicht, wie das im Krankenhaus mit WLAN und so einem Kram ist, vielleicht am Handy dann so ein bisschen Videos gucken und so, ne? Dass man da halt auch irgendwie sich ablenkt. Mal gucken. Dann habe ich hier auch noch ein Ladekabel mitgenommen, das ist für mein Handy und da hätte ich jetzt theoretisch auch noch andere Anschlüsse, das hatte ich auch mal irgendwo in der Box mit drin enthalten. Ich brauche aber eigentlich nur den Anschluss für mein Handy, aber hier waren jetzt drei verschiedene Anschlüsse mit dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Besser haben als brauchen. Und ja, das kommt dann natürlich auch mit. Dann habe ich noch mit eingepackt eine Brille, weil ich sehe euch jetzt ja zum Beispiel, also mich im Display, relativ unscharf. Ich brauche halt eine Brille und da habe ich von Zinf die Brille. Ich weiß nicht, ob der Code Welt noch gilt. Müsst ihr mal vorbeischauen, da bekommt ihr nämlich richtig, richtig fett Rabatt. Und ja, da habe ich einfach jetzt hier die blaue Mühe eingepackt und werde die dann mitnehmen, ne? Die finde ich ganz gut. Das ist ja nicht nur Anti-Blue Light, sondern halt auch wirklich mit Stärke. Ich brauche Stärke und für die Ferne halt, ne? Wenn ich dann zum Beispiel doch irgendwie was auf dem Krankenhausfernseher gucken wollen würde oder so. Die sind ja immer so weit weg und so klein. Läuft. Ja. Dann haben auch einige gesagt, Mensch, nimm doch mal Zettel und Stift mit. Und da habe ich hier von Beauty Mates, ich weiß gar nicht, das war glaube ich zu einem Event oder wie auch immer, ne? Zu einem bestimmten, oder war das
zu deren Geburtstag, glaube ich. Ja, einfach so ein Ringbuch. Und dann habe ich ja noch einen Kuli mit bei, ne? Ist halt einfach liniert, falls ich mal was händisch aufschreiben möchte oder so. Normalerweise, ich habe mein Handy mit dabei, werde ich an meinem Handy alles Mögliche mir notieren oder so. Aber hast du Zettel und Stift mit dabei? Ist eigentlich nie verkehrt. Das ist immer etwas, was meine Mama mir gesagt hat. Denk immer an Zettel und Stift, Kind. Ja, mache ich. Kommen wir zu einer verrückten Geschichte und zwar zu den Klamotten, die ich für mich mitnehme. Ja, ich habe, heute Nacht bin ich um 3 Uhr aufgewacht und konnte halt auch nicht mehr schlafen, weil 5 Milliarden Sachen mir auch durch den Kopf gegangen sind, ne? Ja, läuft. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich relativ wenig Stilloberteile habe und habe dann nochmal einiges nachbestellt. Das heißt, es ist gut möglich, je nachdem wie lange Mr. Bauchi noch da in meinem Bauch drin ist, dass ich hier das ein oder andere noch austauschen werde, sodass dann quasi ja, manche T-Shirts, die ich jetzt hier einpacke, eben nicht mitkommen, dafür dann halt andere Still. Teile. So. Was ich aber definitiv als allererstes mit einpacken werde, sind diese wunderschönen Still-BHs. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich weiß nicht, soll ich euch die in der Infobox verlinken? Hübsch sind die ja nicht, ne? Aber ja, yay. Halt 2 Stück nehme ich davon mit, habe ich mir gedacht. Ja. Und alles andere ist dann in der Notfalltasche, falls ich mehr als 2 Still-BHs aufbrauche, weiß ich nicht, verwenden werde. Diese Einlagen hier drin finde ich ganz furchtbar. Ich habe das natürlich auch alles schon gewaschen. Ne? Wahrscheinlich nehme ich die Einlagen auch raus, weil ich habe jetzt keine 5 Kilometer großen Hoopies, die jetzt irgendwie groß Unterstützung bräuchten eigentlich. Wobei sie mittlerweile, wenn ich normal sitze, auf meinem Bauch liegen. Aber der Bauch wird sich ja dann auch irgendwann verabschieden. Im Übrigen hat Mr. Bauchi gerade Hiccup. Ich habe mir auch von Amazon so 5 Unterhosen bestellt. Das hier sind jetzt auch wie viel? 1, 2, 3, 4 nehme ich nur mit. Okay, läuft. Das sind extra so still, nicht still. Das sind eigentlich Schwangerschaftsunterbuchsen, die halt vorne so einen Ausschnitt noch haben, dass der Bauch halt entspannter da so quasi drüber hängen könnte. Und ja, die nehme ich einfach mit, ne? Ich weiß nicht, inwiefern ich selber Unterhosen trage oder halt diese komischen Fixierhosen. Keine Ahnung, ne? Vielleicht fahren wir morgen ins Krankenhaus und also zu dieser Vorbesprechung und die Dame dort sagt uns, nee, da brauchen Sie keine Unterhosen mitnehmen, Frau von und zu. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich mir Kuschelsocken eingepackt, einfach weil ich kuschelig unterwegs sein möchte. Und zwar, ja, auch die, glaube ich, von der Amazon oder so bestellt, ich weiß es nicht, habe ich 4 Paar. Meine Mama hatte das so niedlich hier reingepackt. Das hat die echt hübsch gemacht. Wie hat die das denn hingekriegt? Keine Ahnung. Und dann habe ich mir auch neue Hausschlappen bestellt. Ihr kennt ja meine Crocs, ne? Und auch meine Liebe zu meinen Crocs, wenn ihr mich schon länger verfolgt, ne? Ich habe sie ja sonst in rosa. Jetzt habe ich mir die einfach in Armeegrün bestellt, weil das die günstigste Farbe war für die Größe 41, die ich nun mal habe. Und ja, ne? Ich brauchte eh neue und dann machte das für mich einfach Sinn, dass ich mir dann eben zur Geburt so als Wendepunkt ein neuer Tag beginnt, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, neue Hausschuhe gönne. Aber die Crocs mussten sein. Dann habe ich mir mitgenommen 1, 2, 3, 4 T-Shirts, die halt einfach sehr, sehr locker sind, die ein bisschen länger sind. Das hier ist zum Beispiel eins, das kann ich halt auch super so einfach plopp runterziehen. Ne? Das ist ein super schön ausgeleiertes Ding von H&M von vor 100 Jahren. Sowas liebe ich ja. Dann, das hier hatte ich auch mal gekauft irgendwie. Das ist extra ein Still- Oberteil, ne? Das ist auch ein Still-T-Shirt, das nehme ich mit. Und dann habe ich hier noch 2 T-Shirts, die dann aber sehr wahrscheinlich ersetzt werden. Die sind schön lang, die haben jetzt während der Schwangerschaft auch echt ihren Dienst sehr, sehr gut getan. Vielleicht nehme ich auch eins davon einfach zum Schlafen. Muss ich einfach mal gucken, wie warm das auch dort ist, ne? Und ja, aber die kannst du halt zum Stillen sehr, sehr schlecht nehmen, ne? Da muss ich mich halt komplett mit ausziehen, das ist ein bisschen unpraktisch. Was ich aber super praktisch finde, sind halt Cardigans. Das hier ist so ein ganz langer Cardigan, den habe ich auch mal vor Ewigkeiten bei H&M mir gekauft. Den finde ich einfach bequem. Da kann ich mir dann auch einen Top, ein T-Shirt, was auch immer drunter ziehen, ne? Und dann läuft das, genau. Und ja, der hat Taschen, der hat eine Kapuze, der ist angenehm, der passt sogar farblich zu den Schuhen. Und einen Wechselcardigan und sowas habe ich alles in der Wechseltasche quasi. Ich habe sogar eine Wechseltasche gepackt. Das ist einfach, finde ich persönlich, das Bekloppteste am ganzen Leben heute.
Zu den Handtüchern kommen wir nachher, wenn wir beim Baby sind, würde ich sagen, weil da ist nochmal so eine Besonderheit. Ja, mein Lieblingsbademantel, ihr habt den auch schon öfters gesehen, der ist so flauschig, er ist rot. Rote Sachen sind wohl super für Newborns, also ich werde ja wahrscheinlich auch viel im Bademantel oder in meinem grünen Cardigan durch die Gegend laufen. Bademantel ist halt auch super bequem und ich bin für meinen Freund auch manchmal, es ist Flodder im Bademantel und den verlinke ich euch in der Infobox. Ich liebe ihn. Er ist super weich. Er ist schön lang. Er hat eine Kapuze, er hat Taschen. Und das Rote symbolisiert halt, ich meine, ich habe den ja schon seit ein, zwei Jahren. Das Rote symbolisiert für das Baby auch so ein Stück weit, dass quasi, also wenn das jetzt im Bauch ist, ne, ist es ja nicht dunkel und schwarz für ihn, sondern es ist ja durch meine Haut und durch die Blutgefäße rot. Und deswegen ist es total cool, wenn du was Rotes halt hast. Das ist also sowohl bei Babywiegen, Babyausstattungsgedönsen total schön für die Babys wohl, als auch halt bei Handtüchern zum Beispiel. Komm, wir machen jetzt aber noch die Handtücher, die kann ich euch auch noch zeigen. Die habe ich tatsächlich auch extra bei Amazon bestellt, eben weil wir keine roten Handtücher hatten. Wir hatten, glaube ich, nur pinke oder so. Wäre, glaube ich, Pelle gewesen, aber Perfektionistin ist im Start, ne? Dann nehme ich für das Baby ein Handtuch mit tatsächlich. Das soll man wohl, dass wenn das Baby geschlüpft ist, dass es direkt in dieses Handtuch reinkommt, um sich wohl zu fühlen. Dann habe ich für mich auch ein Badetuch. Upsala. Dann auch noch eine BH-Verbreiterungsgeschichte, die ich jetzt gerade irgendwo komme nie bei. Brauche ich so viele Handtücher? Ich habe das halt einfach gerne, dass ich ein Handtuch für mein Gesicht habe, eins für die Haare und eins für meinen Körper, aber eigentlich ist es Tinnef, ne? Also es reicht eigentlich, also klar, im Krankenhaus hast du Handtücher, aber es ist schöner, wenn man halt Alternativen hat. Ich glaube, es reicht wirklich, wenn ich mir wirklich das Badetuch mitnehme und ein Gesichtshandtuch. Mehr brauchst du nicht, Claudia. Mehr brauchst du nicht. Nee, das nee, muss echt nicht sein. Genau, das machen wir dann so. Und dann haben wir Badetücher, Handtücher, Babyhandtuch. So, das hier kommt dann nämlich raus. Das nimmt auch nur Platz weg. Dann habe ich tatsächlich noch ein Pyjama für mich eingepackt. Ja, das ist halt einfach so einer, der ein bisschen bequemer an der Bauchfläche ist und auch ein bisschen länger. Hier bin ich mir einfach nicht sicher, weil das ist kein klassischer Stillpyjama oder so, ne? Und wenn dann nachts das Baby gestillt werden möchte, ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht, ob ich den so mitnehme oder ob ich das anders mache. Dann habe ich mir noch zwei Schwangerschaftshosen quasi mitgenommen. Das ist, ja, Schwangerschaftshosen ist gut. Das ist einmal einfach eine Jogginghose, die ich seit Jahr und Tag habe. Die finde ich total großartig. Habe ich mir mal irgendwann im Sportgeschäft gekauft. Und die habe ich auch viel in der Schwangerschaft tatsächlich getragen. Und dann habe ich mir noch eine extra Schwangerschafts-Yoga-Pants-Gedönsen mitgenommen. Die ist einfach halt auch, ne, ein bisschen weiter, ein bisschen bequemer, ein bisschen entspannter unterwegs. Dann habe ich noch ein Outfit eingepackt. Das wurde halt auch gesagt, klar, wenn du das Krankenhaus verlässt, ne, nicht, ob ich da ein extra Outfit eigentlich brauche. Naja, man will halt nicht rumlaufen wie Mrs. Flodder überhaupt. Da habe ich einfach eine Leggings, schwarze dünne Strümpfe und dann halt das Kleid in Rot, was ich jetzt heute auch tatsächlich in, was ist das? Mauve anhabe? Das ist eins meiner absoluten Lieblingskleidungsstücke. Ja, also für mich habe ich echt ganz, also ich finde irgendwie, also vom Gefühl her ist es zu viel Kleidung für mich, aber irgendwie dann doch zu wenig, weil ich mir denke, naja, das ein oder andere könntest du dann doch noch gebrauchen. Aber dafür habe ich ja auch einen Freund, der nach Hause fahren kann und dann notfalls mir Sachen holen kann, ne? Aber naja, ich habe euch jetzt auch mal eingeblendet, was ich dann tatsächlich erstmal in den Koffer reingepackt habe. So, dann kommen wir jetzt mal zum finalen Part des Ganzen und zwar, was ich für Mr. Bauri dann mitnehme. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ein paar praktische Dinge mitnehmen werde, die jetzt auch sehr emotional belastet sein werden, aber letztendlich weiß ich nicht, wie das Wetter ist. Letztendlich weiß ich auch nicht, wie da die Ausstattung ist und wie lange wir bleiben werden. Und dafür ist mein Freund dann auch da, um nach Hause zu fahren, um dann das ein oder andere noch für ihn zu holen. Und das haben wir ja alle schon soweit im Kinderzimmer eingerichtet. Das werdet ihr auch noch sehen. Da mache ich eine Kinderzimmertour noch für euch. Die wird diesen Freitag, glaube ich, online kommen. Ja.
So, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade die Sachen hier vom Tisch geräumt und euch Fotos davon gemacht habe, weil ich die eingeblendet habe. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, dass ich das Nach-Hause-Fahr-Outfit in die Notfalltasche gepackt habe, weil was soll ich das direkt mitnehmen? Ne? Das macht auch gar keinen Sinn. Okay, also zuallererst haben super viele gesagt, Claudi, nimm dir ein Stillkissen, ein Stillhörnchen, was auch immer mit, denn gerade am Anfang wird es ein bisschen schwierig sein, dass Mr. Bauchi und du euch, ja, aufeinander einstellt. Und das kann ein bisschen dauern. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man halt einfach sowas mit hat. Da sind jetzt super viele Haare von Sammy dran, weil das eben, oh, weil er da eben drin geschnüffelt hat. Es ist alles frisch gewaschen. Ich habe hierfür mir auch Bezüge geholt. Die müssen nur noch gewaschen werden und drauf gemacht werden. Aber falls morgen doch schon alles losgeht oder heute Nacht, habe ich schon mal das Stillhörnchen am Start. Und da sagte mein Freund auch, wieso, leg das doch einfach oben auf. Das muss gar nicht unbedingt mit in den Koffer gestopft werden. Hat er recht. Dann habe ich einfach mitgenommen. Ich weiß nicht, braucht man das im Krankenhaus schon? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es einfach jetzt eingepackt. Von Mom Perfect Naissance. Das ist mit, es ist ein Schnulli. 0 bis 2 Monate. Ne? Ja, wir möchten schon, dass unser Baby einen Schnuller bekommt. Ich habe damals keinen Schnuller angenommen. Ich mochte das nicht, aber vielleicht möchte Mr. Bauchi das ja nehmen. Das ist halt so ein grüner mit Elefanten drauf. Das ist, glaube ich, der kleinste, den wir hatten. Wir haben ja einige Sachen schon zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe immer mal wieder, wenn ich meine Hormongedönsen-Geschichten hatte, in den letzten Jahren, 4 Jahren, immer wieder welche gekauft und so. Und ich glaube, das ist ganz cool. Und da wird, ja, wird das wird ganz süß aussehen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das hier gehört zum Nachhause-Fahr-Outfit. Ja, es läuft uns mal wieder Beauty-Mates über die Füße, denn als ich damals herausgefunden habe, dass ich schwanger bin, habe ich natürlich meine Kooperationspartner angeschrieben und die informiert, dass ich halt schwanger bin und dass man halt guckt, welche Inhaltsstoffe und so weiter kann ich noch verwenden. Daraufhin habe ich dann ja auch dieses Video hier gedreht, ne? Das ist dann ja auch in Absprache gewesen und Beauty Mates hat sich einfach nicht nehmen lassen. Die haben mir so ein kleines Häschen-Schnuffeltuch geschickt damals. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Ich glaube nämlich nicht, weil da durftet ihr das noch gar nicht wissen. Und das habe ich natürlich auch alles gewaschen und so, ne? Das, da habe ich ja extra auch mir so Froschkram, Babywaschmittel ohne Parfüm, bla geholt. Und hier steht auch Beauty Mates drauf. Aber ich fand das tatsächlich auch sehr, sehr süß fürs Krankenhaus und habe mir gedacht, ja, da wird Mr. Bauchi sich auf jeden Fall dann direkt mit dem Häschen anfreunden können. Und so ein Kuscheltier halt haben. Genau, Kuscheltiere hat er aber wirklich schon mittlerweile sehr, sehr viele. Ich musste eben, als ich das hier rausgelegt habe, schon ein Tränchen verdrücken und ich muss mich jetzt auch gerade hart zusammenreißen. Spucktücher habe ich jetzt auch eingepackt. Entschuldigung. Das sind nämlich nicht irgendwelche Spucktücher, sondern es sind tatsächlich die Spucktücher, wo ich damals als Baby auch reingespuckt habe. Und anstatt, dass meine Eltern oder Großeltern das weggeschmissen haben, hat mein Opa die verwendet, um die halt als Taschentücher zu verwenden. Und Opa ist ja am 1. September diesen Jahres verstorben. Und so ist Opa dann aber auch trotzdem mit dabei. Und ich glaube, er hätte sich das gewünscht. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, Leute. Es tut mir leid. Man sollte jetzt eigentlich nicht diese Emotionalität hier geben. Oh, ich wollte das halt einfach mitnehmen, weil ich finde, dass also Opa wird so oder so mit dabei sein, ne? Im Herzen, klar, und auch als Schutzengel und so. Aber ich glaube, dass dass das einfach eine schöne Geste ist, dass ich dann auch direkt diese Spucktücher auch mit dem Krankenhaus habe. Ach meine Güte, ist das irgendwie eine ganz komische Assoziation, die ich habe. Aber ja, das sind halt die Musselintücher. Ja, und die nehme ich mit. Da habe ich 2 Stück von eingepackt. Ich habe aber noch ganz, ganz viele andere. Und das ist im Prinzip, das ist, andere nehmen sich, keine Ahnung, Modellauto mit oder keine Ahnung, irgendwas, ein Kuli oder ein Möbelstück von einer verstorbenen Person, um sich an diese Person erinnern zu können. Und ich habe die Moltontücher oder die Mulltücher, wie auch immer man sowas nennt, halt von meinem Opa. Ja, ne? Genau. Und das geht dann natürlich jetzt in der Familie weiter. So, schön. Mann. Warum hat die Frau sich geschminkt? Dann habe ich auch noch mit eingepackt
Das kann man sowohl als wir verlassen das Krankenhaus Outfit sehen, als auch als, keine Ahnung, man möchte das Kind mal mit Klamotten anziehen, die man für das Kind hat, weil eigentlich wird das Baby ja ausgestattet mit Krankenhauskleidung quasi und ja, aber ein bisschen was wollte ich schon mitnehmen, aber wie gesagt, letztendlich ist mein Freund dann dafür zuständig, Nachschub zu organisieren, falls wir Nachschub brauchen. Ich habe hier einmal ein Outfit, das habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag von einer ganz lieben Followerin. Das ist einfach so ein kleines T-Shirt, Born in 2022. Ich weiß, es ist ein T-Shirt halt, ne? Ich weiß ja nicht, wie warm das alles so ist und keine Ahnung, aber es ist halt so ein kleines süßes T-Shirt, was ich einfach mitnehmen wollte. Manchmal bin ich so und halt dazu passend ein kleines Füßchen, wo man dann halt hier unten auch die Füßchen hat und das fand ich auch ganz niedlich. Ich kann natürlich auch das hier nehmen und quasi als wir verlassen das Krankenhaus Outfit nehmen, ne? Und dann noch ein kleines Mützchen mit Öhrchen dazu. Süß. Und dann halt diesen Gedönsen hier drüber ziehen. Wir haben super viel Gebrauch gekauft, auch von Freunden von uns, ne? Und da war das hier mit dabei. Das ist so, so hübsch. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Topolino, Größe 62. Ne? Das ist jetzt eigentlich recht groß. Aber meine Mama hat gesagt zum Beispiel, wie, es gibt eine Größe 50, 56. Ne, du hast direkt die zweite Größe gekriegt. Ja, okay. Weißt du Bescheid, ne? Hier ist auch ein Mützchen mit dabei. Und das ist halt auch ein bisschen flauschig. Dann ist ein Bärchen mit dabei. Und das habe ich halt so als... Wir fahren nach Hause, Überzieher, auserkoren, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und da kann man halt, wie gesagt, entweder das Outfit drunter ziehen, was ich euch gerade gezeigt habe. Alternativ habe ich auch noch so einen Strampler mitgenommen mit langen Armen und halt auch mit einem geschlossenen Fuß. Fand ich auch sehr süß. Ich glaube, das haben wir auch geschenkt gekriegt, ne? Das ist auch mit Schäfchen. Das passt theoretisch auch sogar. Ja, zu diesem Outfit, was wir hier auch haben. Ich weiß nicht, ob man das sogar gemeinsam anziehen könnte. Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel, oder? Ja, auf jeden Fall ist das hier dann Option Nummer 2. Und ansonsten muss halt mein Freund gucken. Das ist dann seine Aufgabe, um da dann das richtige Outfit von zu Hause aus mitzubringen. Aber das ist halt so das, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir wohl vorstellen. Aber dann müssen wir mal gucken. Genau. Ich muss echt immer noch klarkommen, Leute. Ich bin noch ein bisschen emotional unterwegs. Und das Letzte, was ich jetzt hier habe, auch das wurde empfohlen, dass man das mitnimmt, ist eine Decke. Einfach eine leichte Decke, wo man das Kind dann auch mit reinmachen kann. Vor allem, oh mein Gott, und jetzt blinkt auch noch der Akku. Also, eine Decke, die ich halt auch nehmen kann, wenn ich zum Beispiel das Kind stille, wenn mir kalt ist, wenn dem Kind kalt wird, ne? Und ja, das ist halt auch eine Decke, die habe ich, glaube ich, auch... vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, ich weiß es nicht, mal in einer Kooperation zugeschickt bekommen. Das hatte ich euch da auch mal gezeigt. Und ja, da habe ich halt immer gesagt, die möchte ich halt eigentlich für mein Baby nehmen. Die hat nämlich dann von dieser Seite so Noppen. Habe ich jetzt schon öfters bei Babydecken gesehen. Und ich weiß gar nicht, Igelchen ist das. Oder habe ich die mal gekauft? Ich weiß es nicht. Und da sind halt so Zootiere drauf. Und das ist halt einfach eine kleine... flauschige, recht leichte Decke, die ich einfach ganz hübsch dafür fand. Und ja, ne, das sind dann so die Sachen, die ich dann gerne einfach für Mr. Bauri mitnehmen möchte. Und es ist nicht viel, was ich für ihn mitnehme tatsächlich, wenn ich mir das so angucke. Aber man weiß halt auch nicht, wie es so wird, ne, und was man so wirklich alles braucht. Und das Krankenhaus gibt ja, glaube ich, auch relativ viel. Das werden wir noch herausfinden. So, als nächstes habe ich jetzt noch etwas, was ich dann auch auf die Krankenhaustasche drauflegen werde. Denn das ist etwas, was ich tragen werde, wenn ich ins Krankenhaus fahre. Und da versuche ich dann halt auch, mich dann relativ schnell umzuziehen, sobald die Wehen anfangen. Die Wehen, die man dann jetzt zu Hause bekommt. Also sobald dann quasi die Fruchtblase platzt, kann man sich dann ja auch schon mal darauf einstellen, dass man dann sehr bald ins Krankenhaus fährt. Und da habe ich halt von meinen Freundinnen gehört, das ist alles easy peasy, mach dir keinen Stress. Es ist nicht so, oh mein Gott, die Fruchtblase platzt, wir müssen jetzt direkt ins Krankenhaus, sondern es ist so, dass man dann erstmal versucht, klarzukommen. Zu überlegen, okay, wie ist es denn das jetzt hier mit Wehenabstände und so weiter. Du gehst ja nicht direkt ins Krankenhaus, dann rufe ich meine Hebamme an, die wohnt ja auch hier bei uns um die Ecke. Und dann langsam, ne, ganz in Ruhe. Ganz wichtig ist natürlich eine FFP2-Maske, das wissen wir alle. Das bleibt nicht aus, die lege ich mir ganz oben drauf, dass ich die safe nicht vergesse. Bei uns ist es so, dass die Corona-Tests für die
Mütter im Kreissaal gemacht werden. Also wir werden halt direkt durchgewunken und dürfen ins Krankenhaus. Und ja, und da wird dann halt der Test gemacht, weil die werden dir nicht sagen, du darfst dein Kind nicht kriegen, weil du Corona hast. Und die Männer müssen aber vorab einen machen. Wir haben jetzt bei uns um die Ecke halt eine Teststation, da machen wir einen Drive-In. Hoffentlich haben die dann auch, müssen wir mal gucken. Da muss mein Freund sich im Vorfeld einfach mal informieren, welche halt gegebenenfalls auch so rund um die Uhr geöffnet haben. Wobei ja auch direkt beim Krankenhaus sowas ist, ne? Aber wir fahren auch tatsächlich bei uns bis zum Krankenhaus ungefähr eine halbe Stunde. Ja, dementsprechend macht das eigentlich Sinn, wenn er hier vor Ort einen macht. Aber es kommt drauf an, wenn ich nachts Wehen kriege oder wenn nachts, wenn wir losfahren, dann ist es natürlich so, dass er dann tatsächlich dort beim Krankenhaus das macht und dann drauf warten muss und dann erst später zu mir in den Kreissaal kommt. Aber ich glaube, das sollten wir alles auch hinkriegen, denn da sind ja genug Leute, die sich um mich sorgen werden. Was ich auch mitnehmen werde, ist einfach, ich werde im November mein Kind kriegen, dementsprechend brauche ich auch eine Hose. Habe ich hier einfach so eine Leggings. Ne, das ist eine Leggings, das ist keine explizite Schwangerschaftsleggings. Genau diese Leggings trage ich gerade auch, weil ich mir davon 1000 gefühlt gekauft habe, weil die so bequem sind und ich in Leggings lebe. Und jetzt während der Schwangerschaft auch gemerkt habe, dass die auch super weich sind. Ich packe euch da auch mal einen Link in die Infobox, weil das ist eine Leggings, die, kann ich euch das zeigen? Ja, eigentlich schon, oder? Ich weiß nicht, wie dösig das Kram jetzt gerade alle ist, aber das ist quasi die Leggings. Ne? Die ist jetzt hier natürlich so ein bisschen ausgebeulter, aber an und für sich ist das eigentlich eine Leggings, die ich halt auch mit meinen normalen Maßen getragen habe. Die dehnt sich aber richtig schön, die ist super weich und angenehm. Klar, so ein bisschen Abdrücke kann sie machen, aber ich finde, es geht vollkommen klar. Und jetzt seht ihr auch Mr. Bauch hier in seiner vollsten Pracht. Ich glaube, viel größer wird der Bauch nicht mehr werden. Es ist ein Kürbis, Leute. Und ich habe überall Sammys Haare am Start. Auf jeden Fall, diese Leggings nehme ich mit. Ne? Die ist nämlich echt gut. Und dann habe ich auch etwas gefunden, auch bei Amazon. Ich habe so viel bei Amazon geshoppt, immer wenn ich nicht schlafen konnte. Das war sehr häufig. Das ist wohl richtig genial, weil das ist so ein Hemdchen, also ein Kleidchen, Hemdchen, wie auch immer, was lang genug ist, um sich nicht nackig zu fühlen, ne? Dass man halt auch eine Leggings drunter ziehen kann. Das fand ich schon mal cool. Dann hat relativ lange Lieferzeiten, ne? Da müsst ihr mal gucken. Dann hat das hinten eine komplette Druckknopfleiste. Das heißt, wenn man dann vielleicht eine PDA bekommt oder die irgendwie, wie auch immer, an deinen Rücken ran müssen, haben die hier die Möglichkeit, das aufzuknöpfen. Und du bist nicht direkt nackt. Das ist halt auch so wichtig für mich, weil ich bin so prüde tatsächlich. Und dann hast du auch noch gleichzeitig die Möglichkeit, das selber hier an den Seiten aufzuknöpfen. Weil wenn du dann das Baby geboren hast, dann wird dir das Kind immer, oder dann wird einem das Kind auf die Brust ja auch gelegt. Ne? Dass man gegebenenfalls schon direkt stillt oder dass man einfach diesen Milcheinschuss ja auch gefördert bekommt. Und da willst du auch nicht nackig sein. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn ich das direkt anziehe. Weil da können alle überall dran, ohne dass ich mich nackig fühle. Und ich bin ja zum Beispiel auch überhaupt kein Saunagänger oder sowas. Ich mag sowas einfach nicht. Und da sind wir auch wieder beim Thema Wohlfühlen, was wir ja eben schon mal hatten. Ich glaube, mit dem Teil werde ich mich sehr wohlfühlen. Das fühlt sich auch sehr angenehm an. Ich habe das auch schon anprobiert. Das sieht natürlich nach Krankenhaus aus, ist klar. Aber ich glaube, damit habe ich mir selber eine große Freude bereitet. So, jetzt werde ich mal versuchen, die ganzen Sachen in den Koffer reinzubekommen. Und dann schauen wir mal, wie der Koffer nachher aussieht. Es ist krass, aber ich habe es tatsächlich hingekriegt. Hier ist der Beweis. Der Koffer ist zu. Ja, das Hörnchen liegt oben drauf. Und das Outfit habe ich ja auch gesagt, ne, was ich dann quasi mir anziehen werde, liegt auch oben drauf. Ich bin ein bisschen stolz, aber ja gut, ich habe ja auch die Backup-Tasche. Aber trotzdem, also ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Koffer zukriege. Ist ein bisschen witzig, aber er ist gepackt. Das ist schon mal ganz gut. Ich werde dann gleich meinem Freund Bescheid sagen, dass er den Koffer hier gleich runtertragen darf, weil das kann ich tatsächlich nicht, das darf ich nicht, wiegt über 5 Kilo. Das ist keine gute Idee, ne? Ja, ihr Lieben, wir müssen mal gucken, wann das losgeht. Ich persönlich bin dafür, dass tatsächlich Mr. Bauche sich auch bis zum 14.11. Zeit lässt, denn das ist der errechnete Geburtstermin und dann kann ich nämlich noch das ein oder andere im Vorfeld erledigen und genießen tatsächlich, auch wenn ich es sehr genießen werde, wenn ich Mr. Bauch in meinen Armen halten werde. Darauf freue ich mich schon mega, darauf freuen wir uns mega und ich werde auf jeden Fall
Content für euch vorproduzieren, aber ich werde mich dann auch sehr, sehr bald schon wieder zurückmelden, denn ihr wisst, dass ich das super gerne hier mache. Falls ich dann vielleicht mal dann doch das ein oder andere Video ausfallen lassen muss oder keine Ahnung, seid mir bitte nicht böse, macht euch bitte keine Sorgen. Es ist dann einfach ganz normal. Ja, ich bin aufgeregt. Es war eine sehr harte Kiste. Ihr seht ja auch anhand der Videolänge, wie hart es für mich war. Aber ich glaube, dass ich doch tatsächlich jetzt ganz gut gepackt habe. Wie gesagt, ich werde euch auch darüber informieren, welche Produkte ich dann definitiv verwendet habe und welche ich gar nicht verwendet habe. Das heißt, nachdem ich dann die Geburt vollendet habe und wieder zu Hause bin, ein bisschen runtergekommen bin in meiner Welt, werde ich euch dazu auch noch ein Update geben. Aber ja, so viel erstmal dazu. Und ja, es ist jetzt nicht so ein typisches kurz und knapp Video, wo ich irgendwelche To-Do-Listen euch zeige oder sonst irgendwas, was andere ja auch so gemacht haben, ne? Also nicht To-Do-Listen, sondern Packlisten, sondern es ist halt wirklich Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Ich bin aufgeregt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schwanger-Videos. Das sind gar nicht so viele tatsächlich, die ich gedreht habe. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!